Hallo zusammen zu einem neuen Weekly Vlog von mir. Ja, heute mal nicht auf dem üblichen Sonntagsspaziergang. Mein Sonntagsspaziergang ist nämlich einfach ausgefallen aufgrund des eher, regnerischen Wetters. Das heute, beziehungsweise des eher durchwachsenen Wetters. Es hat ja nicht die ganze Zeit geregnet. Also heute war irgendwie mal bewölkt. Mal viel Nebel, dann hat es mal wieder ein bisschen geregnet. Also es war so ein eher ungemütlicher Tag und entsprechend habe ich mir heute tatsächlich auch einen faulen Tag mit meinem E-Book-Reader und mit meinem Tablet einfach zu Hause gemacht. Da mal ein bisschen, einen lockeren. Und auch darüber nachgedacht, was ich denn heute in dem Vlog so tatsächlich erzähle. Es ist nämlich tatsächlich gerade ein bisschen schwierig. Ich bin im Moment gerade in so einer Situation, dass man zwar doch schon so das eine oder andere in der letzten Woche getan und angeschoben hat, aber natürlich noch nichts, was man so richtig greifen kann. Ja, also gut, die Woche war jetzt auch ein bisschen kürzer durch den Ostermontag, der hier übrigens mit Schneeeinbrüchen stattgefunden hat. Wie habt ihr das erlebt? Wart ihr darauf vorbereitet? Also ich war tatsächlich so ein bisschen erschrocken. Ich habe ja hier auf meinem Balkon, auf dem ich ja gerade auch sitze, Blumenkästen. Das erste Mal in meinem Leben. Ich entwickle einen grünen Daumen. Wahnsinn. Naja, und Gänseblümchen und Primeln und so Zeug rausgebracht. Und die waren am Montag natürlich alle schneebedeckt. Und ich hatte schon Angst, oh Gott, jetzt werden wir hier die ganzen Blumen wieder kaputt gehen, weil die nicht mit dem Frost umgehen können. Aber Pustekuchen, nachdem der Schnee dann weggetaut war, standen gerade die Gänseblümchen und die Primeln hier in absoluter Pracht. Bei dem anderen müssen wir mal schauen. Naja, ich hoffe ja mal, dass ich im Sommer hier dann so eine kleine Blütenwiese ist falsch, aber so eine kleine Blütenpracht auf dem Balkon habe, mit der Hoffnung, auch den einen oder anderen Vogel einzulocken. Oder vielleicht auch die eine oder andere Hummel oder Biene oder so, die ich dann mal entsprechend fotografieren kann oder auch mal hier im Vlog vorstellen. Naja, mal schauen. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, was erzähle ich euch denn heute? Was könnte euch denn interessieren? Und da kam mir in den Sinn, dass ich vielleicht mal auf eine Frage eingehe, die mir diese Woche auch tatsächlich so gestellt wurde, nämlich, nachdem ich ja jetzt meinen YouTube-Kanal wieder reanimiert habe, beziehungsweise den wieder verstärkt mit Content bestück, was denn die Zielrichtung sein soll? Ja, was denn so das große Thema von meinem Kanal sein soll, was ich denn damit tatsächlich vorhab. Und da muss ich sagen, die Zielsetzung hat sich gegenüber früher tatsächlich gar nicht verändert. Dieser Kanal war ja schon immer als meine persönliche Spielwiese gedacht, einfach um Sachen auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln, also um herauszufinden, wie funktioniert tatsächlich so dieses ganze Thema YouTube, wie funktioniert das Thema Videoschnitt, was kommt an, was kommt nicht an. Also positive sowie negative Erfahrungen sind da beide wertvoll. Das gehört unmittelbar hier mit dazu, um daraus dann vielleicht noch das eine oder andere mit abzuleiten. Ja, ich habe ja damals auch meinen Unterkanal Michas Welt gegründet, wo ich dann dachte, ich probiere mich da einfach mal mit einer Comedy-Reihe aus, die ich jetzt aber offiziell abkündige an der Stelle. Also da wird es keinen weiteren Inhalt mehr geben, weil dieses Zwiegespräch mit mir selbst, beziehungsweise mit den unterschiedlichen Facetten von mir, das war zwar ganz interessant, aber alles in allem ist es dann doch unglaublich aufwendig und sowas nebenberuflich oder nebenbei zu machen, das ist dann doch schon ein bisschen schwierig. Ich muss gerade kurz weg.
bescheuert, wenn einem mitten in der Aufnahme einfach anfängt, die Nase zu laufen und man kein Taschentuch dabei hat. Naja. Ja, was will ich denn tatsächlich dann aber mit meinem Kanal? Zielsetzung ist, hier weiterhin einfach Videos zu machen, die einen entsprechenden Bezug zu mir haben. Also Bestandteil soll tatsächlich hier dieses wöchentliche Vlog sein, in dem ich eben aus meinem Leben, was bei mir gerade so in der Woche passiert ist, berichte. Das mag manchmal spannend sein, manchmal auch langweilig, das müsst ihr entscheiden. Auf der anderen Seite habe ich ja auch mit diesen Let's Plays angefangen von Interactive Fiction. Und ich stelle gerade fest, wie viel unglaublichen Spaß mir Interactive Fiction früher gemacht hat und jetzt auch immer noch macht, weil das ja letztendlich nur Geschichten sind, die in überwiegend Textform erzählt werden. Und das will ich tatsächlich weiter pflegen. Also, ich habe schon einige weitere Spiele mit herausgesucht, die ich spielen werde, wenn ich jetzt mit der King of Shreds and Patches durch bin. Bin da wirklich wieder auf den Geschmack gekommen. Ich überlege allerdings im Moment gerade noch, wie ich das organisatorisch mache, weil die Nachbearbeitung von den Aufnahmen ist dann doch schon auch ein Stück aufwendig. Also die einzelnen Sessions gehen ja vergleichsweise lang. Es ist mir hier das Licht ausgegangen, warum auch immer. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Na, auf alle Fälle. Da habe ich halt unglaublich viel Spaß. Und das will ich weitermachen. Achso, genau, ja. Die Nachbearbeitung ist natürlich doch schon ein Stück aufwendig, weil die Sitzungen zum einen ja vergleichsweise lang gehen. Also so eine Spielsitzung dauert bei mir tatsächlich so 1,5 bis 2 Stunden und als Ergebnis kommt dann ein Video dabei raus, das 45 bis 60 Minuten geht, so Pi mal Daumen, manchmal auch ein bisschen länger. Ja, und da ich da doch recht viel auch zwischendurch rausschneide, wo ich denke, das ist jetzt zum Zuschauen nicht so der Riesenhammer, ja, das mag man jetzt unbedingt nicht miterleben, will ich da schon auch ein bisschen Mühe mit rein investieren. Daher habe ich mich dagegen entschieden, das wöchentlich zu machen, weil diesen Druck, den ich mir da selbst mit aufladen würde, da würde mir dann der Spaß dran vergehen. Und das wäre kontraproduktiv, das will ich dann einfach nicht. Daher im wöchentlichen Rhythmus zukünftig auch weiterhin die Vlogs am Sonntag, Sonntagabend. Vielleicht nehme ich sie zukünftig auch mal sonntags morgens oder sonntags nachmittags auf. Das wird man dann sehen, aber ich werde die dann tatsächlich so im Rahmen Sonntagabend veröffentlichen. Da könnt ihr mir aber vielleicht einfach mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Videos tatsächlich sehen wollt. Ob euch da eine Sonntagvormittag-Veröffentlichung stärker interessieren würde, dann verschiebe ich vielleicht die Aufnahme auf den Samstag. Da muss ich mal gucken. Ja. Mitten unter der Woche, da ist man immer so zwischendrin und ich mag ja tatsächlich über die Woche berichten. Also insofern wird das nicht passieren. So, und dann habe ich mir noch was überlegt. Aktuell, gerade auch durchs Video machen und gerade auch durch das Vorlesen der Interactive Fiction, ist mir aufgefallen, ich habe jetzt schon lange keine Vorträge mehr gehalten, ich habe schon lange nicht mehr für Videos Sachen eingesprochen oder allgemein mit meiner Stimme gearbeitet. Ich mag eigentlich wieder meine Stimme mehr pflegen. Ich habe ja mal ein Stimmtraining durchlaufen, gerade auch im größeren Rahmen meiner Trainerausbildung, war ich mal auf einem 14-tägigen Seminar zum Thema Stimmbildung. Und da hat sich jetzt über die letzte Zeit, wo ich dann nicht mehr so aktiv mitgearbeitet habe, doch schon wieder die eine oder andere Unfeinheit eingeschliffen. Also gerade was so die Aussprache oder die Betonung angeht. Und da wird es einfach Zeit, dass man entsprechend wieder dran arbeitet. So, nur Übung macht den Meister. Daher habe ich mir vorgenommen,
ich mag jetzt eigentlich mal auf täglicher Arbeit einen Text einsprechen. Und wenn ich ihn einspreche am Computer, dann kann ich da auch noch gleich meine Webcam mitlaufen lassen. Dann hat man da auch noch gleich ein Bild dazu. Und ob ich das jetzt in Audacity oder Audition oder in Premiere oder Vegas 18 bearbeite, ist dann eigentlich am Ende auch egal. So viel nachbearbeiten will ich da ja auch gar nicht. Das soll ja ein Stimmtraining sein. Oh, jetzt wird es ja aber frisch. Okay. Gut für euch, dann laber ich nicht so lange durch die Gegend, sondern komme bald zum Ende. Also das heißt, ich werde hier auf täglicher Basis einfach einen Text, den ich mir aus der Wikipedia nehme, einsprechen, den vielleicht vorher noch leicht vorbereiten, sodass es sich auch entsprechend einsprechen lässt. Ja, also es gibt da ja immer so ein paar Abweichungen zwischen geschriebenem Text und Text, der sich auch tatsächlich zum Vorlesen oder Vortragen eignet. Ich werde aber die entsprechende Referenz immer mit in der Videobeschreibung dann verknüpfen. Ja, und dann werde ich das einfach hier mit auf meinen Kanal hochladen. Und ihr dürft dann gern kommentieren, was euch entsprechend auffällt. Wo ihr sagt, so, das fand ich unangenehm oder das hat mir gut gefallen. Also für Lob bin ich natürlich ganz besonders empfänglich. Ich lebe ja tatsächlich für Lob. Ja, also das wird jetzt wahrscheinlich allerlei Leute überraschen. Was? Er will gelobt werden? Wollen wir nicht alle gelobt werden? Also insofern freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mich lobt. Ich bin aber auch für konstruktive Kritik zu haben. Aber bitte denkt dran, da hängt auch ein Stück Herz und Leidenschaft von mir mit daran. Also nicht einfach nur niederflamen. Ja, das war nicht so toll. Okay. Ja, wenn ihr Wünsche habt an Texten, die ich vorlesen soll, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich den Wikipedia-Artikel von eurem Lieblingssänger oder Lieblingssängerin vortragen soll, dann schreibt mir das doch gern einfach auch hier mit in die Kommentare. Und ich gucke, dass ich das entsprechend mit einreihe. Ja, beginnen soll das so in den nächsten Tagen. Ich mag das immer dann werktags morgens quasi so als Aufwärmübung für mich selbst machen. Ich habe ja in meiner Jugendjahren stimmt nicht, aber in meinen frühen 20ern, als ich versucht habe, mich als Autor zu etablieren, so eine ähnliche Übung gemacht, dass ich jeden Tag einfach mich für eine Stunde hingesetzt habe und einen Stoff auf so 2 bis 3 Seiten skizziert habe, also tatsächlich was komplett Neues entworfen habe, um meine Kreativität zu trainieren. Das ist so eine Methodik, die tatsächlich aus dem kreativen Schreiben kommt, dass man dann ein Thema nimmt, das entsprechend voranspinnt, Charaktere, die dazu passen, entwickeln und so weiter. Und meine Erkenntnis ist, dass ich auch heute noch immer noch sehr davon zehre, indem ich nur einfach eine Kleinigkeit brauche und daraus dann schon komplexe Sachen erspinnen kann. Das ist so das, wie Kreativität funktioniert, weil ich das halt einfach damals, ich glaube, 3/4 Jahr oder Jahr oder fast ein Jahr jeden Tag gemacht habe. So bin ich da trainiert und ja, manchmal ist es Fluch, weil man dann halt einfach automatisch immer irgendwo einen Gedanken weiterspinnt. Ja. Aber ganz häufig hilft einem das auch, um ein Thema einfach schnell entwickeln zu können. Und genau so einen Effekt erhoffe ich mir auch mit dieser Sprechübung oder Sprachübung. Ja, man wird mal sehen, ob ich da, was für ein Resümee ich da nach einem halben Jahr ziehen kann. Ihr werdet die Videos ja sehen, ihr werdet ja die Entwicklung mitverfolgen können. Ich bin da auch mal gespannt, was ihr da nach einigen Wochen oder Monaten sagt. So, jetzt wird es ja aber langsam richtig buschig. Ich merke schon, wie mein Atem hier auch kondensiert und das Licht verlässt mich immer mehr. Deswegen mache ich jetzt hier mal zu Ende. Sag Dank euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, gerne einfach mit in die Kommentare.
mal noch die Kerze hier ein bisschen hochhalten. Wenn euch das Ganze hier gefällt, hinterlasst mir doch einen Daumen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, freue ich mich über ein Abo. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn ich ein neues Video veröffentliche, dann gern einfach die Glocke drücken. Großes Ziel soll immer noch sein, 1000 Abonnenten. Nur mit eurer Hilfe kann ich das schaffen. Danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Bis dahin. Ciao.